Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute mache ich euch mein leckeres Ananas Bacon Toastie wieder mal im Opti-Grill. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alle Zutaten, die wir brauchen für unseren Bacon Ananas Toastie, habe ich hier bereitgelegt. Wir brauchen für zwei, ich mache heute erstmal zwei Stück, zwei Toasties natürlich hier, die ihr überall kriegt heute im Supermarkt. Dann brauchen wir mindestens 8 Scheiben Bacon, möglichst lang genug, dass wir ihn einmal umwickeln können, gleich bei den beiden Toasties. Wir brauchen 4 Scheiben Cheddar. Ich nehme immer ganz gerne Cheddar, weil der so ein bisschen kräftiger ist. Dann brauchen wir Ananas, hier Würfel. Ich habe extra keinen Ring genommen, weil die Ringe immer etwas größer sind hier als der kleine Toastie. Und wenn man da reinbeißt, dann zieht man häufig den ganzen Ring raus, sonst muss man die eh schneiden. Also Würfel sind eigentlich ganz okay. Das sind 2 Esslöffel hier, gut abgetropft in Küchenpapier, nochmal trocken gedrückt, weil sie sonst den Toastie durchfeuchten. Genaue Mengen wie immer in der Infobox. Dann habe ich hier ein bisschen Currysoße und Barbecue-Soße, die ich gleich mischen werde und dann auf die Toastie streichen werde. Wer Curry nicht mag, wer die Richtung nicht mag, kann es auch weglassen. Ich finde es schon ganz spannend, das passt gut zu Ananas, geht aber auch nur mit Curry. Ja, dann haben wir alle Zutaten bereit und dann können wir loslegen. So, ich beginne damit erstmal die Toasties aufzuschneiden. Und dann mische ich zunächst mal meine beiden Soßen. So. Und dann beginne ich und streiche beide mit der Soße erstmal ein, teile die halbwegs gleichmäßig. So. So, und weil die Cheddar-Scheiben etwas groß sind, schneide ich die jetzt nochmal alle zurecht, so dass ich die besser auf die Toasties legen kann. Und zwar teile ich die einfach. So, können wir hier besser arbeiten. Oh, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann sollte das auch passen. Ja, tut es. So, und jetzt verteilen wir als nächstes die Ananas. Das reicht auch hier. Ananas, mehr brauchen wir nicht. Gucken, ob die gleich drauf bleiben. So, haben wir die auch verteilt. Und jetzt schließen wir die Toasties und drücken sie ein wenig an. So, und jetzt packen wir unsere Toasties ein. Und zwar lege ich immer 2 Scheiben so hin. Und dann mache ich sie zu. Ihr kennt ja schon die Technik, wie immer, wie bei einer Bacon Bomb, möglichst überlappend, damit der Bacon hier gleich im Opti-Grill so ein bisschen klebt. Und das mache ich jetzt hier nochmal und dann andersrum. Und jetzt setze ich ihn andersrum so hin,
und klappe ihn wieder zu. So. Ja, Oskar. So, das war Nummer 1. Also eine kleine Ananas-Bacon-Bombe im Toasty. Und das gleiche machen wir jetzt bei der Nummer 2. So, fertig sind unsere Bacon-Ananas-Toasties. Und jetzt können wir sie in den Opti-Grill packen. Opti-Grill steht bereit. Grillplatten sind eingesetzt. Wir brauchen jetzt ja die Grillplatten, nicht Snacking und Baking. Und ich heize mit dem Opti-Grill mal vor und hier jetzt heute, das sollte wohl passen, in der Sandwich-Stufe. Und dann kann er erstmal loslegen und wir sehen uns wieder, wenn er fertig ist. So, ihr habt es gehört, der Opti-Grill hat sich gemeldet. Und dann können wir jetzt auch unsere Toasties reingeben. Vorsichtig, wenn es geht, hier nicht den Schinken abreißen. So. Und dann schauen wir mal. So, Opti-Grill hat sich gemeldet, bei mir hier grün. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ich würde jetzt noch einmal quer drehen, noch mal kurz zu, aber wahrscheinlich nur noch ein, zwei Minuten, damit mir der Käse nicht ganz ausläuft und dann sind sie fertig. So, ihr habt es gesehen. Nochmal eine Minute, knapp eine Minute, der Käse fängt an auszulaufen und das reicht. Und jetzt habe ich den Opti-Grill mal ausgemacht. Aber länger brauchen sie jetzt nicht. Und jetzt lasse ich ein bisschen auskühlen und dann schneiden wir sie mal an und schauen, ob es was geworden ist. So, ich habe jetzt die Toasties, Bacon Ananas Toasties, ein wenig auskühlen lassen noch. Und jetzt schneide ich mal an, um mal zu schauen, ob es was geworden ist. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, der Käse hier ist genau richtig, er ist noch nicht ausgelaufen. Und es war eine gute Entscheidung, keine Ananas-Scheibe zu nehmen, sondern wirklich Stücke. Denn jetzt kann man die auch besser essen. Die rutschen nicht raus. Das sieht echt super aus. Ja. Der Bacon hier, der ist schön kross. Und das Ganze riecht ganz wunderbar. Oh, ich denke, hat geklappt. Meine Bacon-Ananas-Toasties hier. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.